Juhu, endlich wieder in der Höhle. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles geht hier. Das ist schon echt so lange her. Ich auch nicht, Niki. Okay. Aber wir müssen hier raus. Wir müssen raus. Ja, letztens war ja noch das Problem, dass die Base nicht angezeigt wurde. Ich weiß es nicht, ob das jetzt geht, aber ich sehe hier auch keine Markierungen. Naja, auch wenn genauso wenig, ne? Genauso das Lager hier, wo wir letztens gespeichert haben, das wird jetzt, wenn ich hier davor stehe, wird das angezeigt, dass man hier speichern kann, aber aus der Ferne nicht. Und ich glaube, wenn man das normal am PC spielt, dass da die ganzen Sachen angezeigt werden und auch der Partner dann, wenn der irgendwo weiter weg ist. Ja, also in der Flat-Version ist es auf jeden Fall so. Ja. Das kann ich bestätigen, aber... Ja gut, aber es ist halt immer noch eine Beta. Ja. So, ja. Das nutzt ja jetzt nichts. Wir müssen trotzdem in unsere Base. Und leider müssen wir tauchen. Wir müssen nochmal hier runter. Wir müssen tauchen? Wir müssen tauchen, sonst kommen wir hier nicht raus. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, wie das geht. Hier, die armen Kerle sind ja auch dabei. Gestorben hier, weil sie hier gewartet haben. Ja, hallo. Guten Tag. Ja, der betet hier noch. Guck mal. Ja, die haben irgendwas angebetet und sind dabei gestorben. Ja, den schwarzen Schatten. Haben wir den hier? Oh. Die Kreuz sind runtergegangen. Huch, ja. Jetzt habe ich sie auch runtergehauen. Ach, stimmt. Egal. Wir sind ja beim letzten Mal durch dieses komische Tor da, ne? Was so ein bisschen außerirdisch aussah. Das kann ich mich nicht wieder erinnern. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir versuchen mal unsere Tauchausrüstung anzulegen. Ja, warte mal, aber müssen wir nicht hier durch das Tor? Ja, nee, da kommen wir ja her. Und wir sind ja relativ weit gegangen, also der Weg muss hier lang gehen. Ach so. Würde ich sagen. Also bei mir ist schon wieder alles so dunkel. So, ich habe die Tauchausrüstung an. Warte mal, da hatte ich letztens schon den Bug gehabt. Ah, jetzt ist wieder heller. Dass es dann manchmal stockfinster ist und wenn man dann auf die Picknickdecke geht und dann auf Option kurz, dann ist es alles wieder etwas heller, sodass man wenigstens was sieht. Okay, ja, wie hast du die jetzt angelegt? Die Decke aufklappen und dann aufs Tauchgerät mit der Grip-Taste. Und schon hatte ich sie an. Habe ich es an? Ach, nein. Hier ist es. Ja, du hast es an. Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, los geht's. Ja. Und wir müssen relativ tief runter, glaube ich, ja. Ja, siehst du irgendwas richtig? Also, na, ich sehe nur eine Felsformation und ja, relativ verschwommen, ne? Ja, total. Nee, das wollte ich wissen. Aber das kennst du ja vom wirklichen Tauchen. Ja, da ist nichts verschwommen, da ist alles klar. So, ich glaube aber, wir können jetzt gleich hier wieder hoch. Siehst du? Du glaubst. Mich? Ja, ich sehe was. Und hoffentlich sind da jetzt keine Viecher, die auf uns warten. Oh. Nee, hier wartet ein Seil auf uns. Ach, schön. Aber guck mal, das irgendwie wird da was angezeigt, ne? Ja, irgendwie ist es bei mir schon nicht, wieder sehr... Ich komm nicht hoch, du? Nee, ich sehe auch nichts. Ich komm nicht hoch. Man konnte irgendwie... Ah, wow. Also ich konnte jetzt gerade springen. Mit dem rechten Stick. Mit dem rechten Stick. Du hast ja keinen Stick. Aha. Ja. Und relativ hoch. Also hier ist ein Seil, dann können wir auch wieder raus. Ja, wollen wir uns mal umgucken hier? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich wollte noch kurz die... Ah, hier haben wir Holz. Hier können wir eventuell ein Feuer machen, ne? Ich habe jetzt meinen Tauch... Weil ich friere. Frierst du auch? Nö. Okay. Ich habe mein Tauchgerät mal ab. Ja, ich auch. Oh. So, einfaches Feuer. Das legen wir jetzt mal hier hin. War jetzt hier doch tiefer, als ich dachte. Okay. Ja, wir haben ein Feuer. Das ist gut. Das ist gut. Aber hier ist nicht viel außer das Seil, oder? Mhm. Ich versuche jetzt noch mal kurz meine Axt hier. Ja, man muss sich erstmal wieder einfinden in das Spiel. Ja, vielleicht sind wir. Warte mal, man kann noch die. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt.
Man kann doch die Axt hier noch mit dem Stoff kombinieren. Genau. Habe ich gerade gemacht, um mal ein bisschen Licht zu haben. Mhm. Was ist da? Geht's da nochmal runter? Nee, das ist nur eine kleine Pfütze. Da bin ich auch rein. Habe mich gewundert, dass es überhaupt so tief ist. Nee, ich glaube, das ist wirklich dann... Ja, vielleicht geht's dazu nochmal zu einer anderen kleinen Höhle, ne? Ich glaube nicht, dass wir direkt an der Oberfläche sind. Ja, keine Ahnung. Obwohl ja die Höhle, wir haben ja einige gefunden, ne? Kann gut möglich sein, dass was... Wollen wir hoch? Ich würde sagen, wir gehen hoch, ja. Weil ich bin jetzt aufgewärmt. Ich kletter. Ui! Hä? Wie geht das nochmal? Ah, ja. Ja, ich stehe hier über dem Feuer. Wie geht denn das? So, jetzt. Ja, einfach hoch mit dem Stick oder Touchpad. Ist ja schon komisch, wenn man sich so selber jetzt sieht, ne? Und nicht mehr Ego-Perspektive hat. Ja. Ah ja, jetzt geht's. Ich sehe mich immer wieder ein Stück höher. Ja, genau. Ja, das passt. Du bist oben? Ja. Okay. Hier ist ein Auge. Da liegt Schokolade. Ah, wieder ein Story-Element. Mhm. Also ein Camp ist das, okay. Steht aber nichts drauf. Na, Feuer brauchen wir jetzt nicht, aber hier muss man wieder tauchen, okay. Ja, wir sind ja aufgewärmt. Ich würde sagen, wir packen uns direkt wieder hier die Taucherausrüstung und dann... Mhm. Hab ich an. Ich auch? Ja, gucken wir mal, wo es hingeht, ne? Aber ja, ich weiß jetzt gar nicht, wohin. Naja, rein ins Nass. Ja, ich vertraue dir einfach. Ah, okay, das sieht man schon. Sieht man relativ leicht. Wenn du das sagst. Aber die Sicht ist echt übel, ne? Mhm. Du bist ja sogar vor mir jetzt. Mhm. Ah, du bist noch hinter mir, ja? Ja, ja. Nicht, dass ich hier... Oh. Du bist gleich ganz alleine. Wo bist denn du? Ach, ja. Da. Geht's hier hoch? Ja, da geht's hoch. Alter. Oh nee, geht's wow. Nicht? Doch. Aber, wow, ich kipp gleich um hier. Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ganz oben ist so eine ganz kleine Luke. Ach du Scheiße. Da musst du jetzt ja. Die Grip-Taste drücken und dann gehst du da rein. Wie cool ist ja. Das denn? Wir sind am so einem kleinen. Wir sind am Teich. Ja, das ist doch mal cool. Ja, wie komme ich neu? Ah, oh. Okay, direkt mal Tauchausrüstung ausschalten. Wie geil ist das denn? Das ist cool, ja. Das ist echt cool. So, jetzt können wir nochmal jagen. Na, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier runter guckt, man sieht es gar nicht. Ne. Weil, ist auch so verschwommen. Aber wo ist unsere Base? Ja, das ist ein anderes Problem wieder. Ah, ja. Also hier diese Gänse oder was, Schwäne, was das ist, die sind neu, oder? Ich weiß nicht. Ich trinke mal hier am Teich, auch wenn es nicht so super gesund ist. Njam. Lecker Wasser. So, jetzt kann ich meine Taucherausrüstung hier ablegen. Okay, wir können hier nochmal hoch, ob da irgendwas ist. Ah, und wir müssen... Oh, hier sind Fische. Ich versuche jetzt mal was zu fangen. Dann können wir uns gleich Fisch machen. Ich habe hier Beeren gegessen. Hier ist ein Beerenstrauch. Okay. Ich sollte mir vielleicht mal eine Waffe nehmen. Ja, ich fische uns mal was, dann können wir gleich ein Feuer machen und dann erstmal Fisch essen. Komm. Das klingt jetzt super. Fischi. Fischi. Hier ja, sind sie wie Hasenfallen oder irgendwas stehen hier rum. Ich weiß auch nicht, ob wir an dem Teich schon waren. Was ist das denn? Ich krieg den Fisch gar nicht mehr von dieser... Siehst du das? Wo ist denn der? Der fliegt da hinten rum irgendwo. Nee, als ob ich den an irgendeiner Angelschnur gehabt hätte. Okay. Ja, sollen wir mal da hinten hochgehen? Ja, kann es sein, dass es dunkel wird? Ja, und wir haben... Dann haben wir die Arschkarte, weil da müssen wir uns einen kleinen Unterschlupf bauen, ne? Wir gucken mal, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Okay, eine bergige Landschaft haben wir hier.
und Gewitter haben wir auch. Okay, hier sind wieder Koffer auf jeden Fall. Ja, und wenn wir jetzt hier am Strand lang gehen, dann müssen wir eigentlich zu unserer Base kommen, oder? Irgendwann wahrscheinlich, ja. Ja, wollen wir es probieren? Ja, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, aber wenn es dunkel wird, ja, wir können es probieren. Wir sind ja eigentlich relativ gut ausgestattet. Oh, da ist ein Dorf. Kleines. Ich guck mal, ob da Viecher sind. Nee, sind nicht. Oh, was haben die denn hier gemacht mit den Menschen? Guck mal, guck dir das mal an. Oh, was hat denn der? Die haben den Buntstifte da reingemacht. Buntstifte. Ihr Monster! Hier ist ein Hasi! Hasi, warte, Hasi, Hasi, Hasi. So, dann schauen wir uns mal um, was wir hier noch haben, in dem kleinen Dorf. Ja, ich renne gerade einen Hasen hinterher. Das ist gut. Ja, was ist denn da hinten noch für ein Unterschlupf am Wasser? Unterschlupf am Wasser. Ich komme zu dir. Oh, ich krieg den Hasen nicht. Ist irgendeine verkohlte Leiche ohne Kopf. Ach, Hasi, bitte warte doch. Oh, da ist ein Waran. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Der Hase war zu schnell. Nee, der Hase ist tot. Oh. Eine Möwe auch hier. Oh nee, wie ist das denn? Ich habe auch einen Hase erlegt. Ich glaube, ich habe einen Mini-Mini-Mini-Hasen erlegt. Der hat einen Mini. Oh, der spritzt da voll Blut. Okay, wir haben auf jeden Fall Essen genug. Aber guck mal, siehst du das? Wie klein der... Oh, jetzt bin ich zu dicht Der Kopf, ja. Ja, der ist voll mini. Hier? Ja. Ach, du hast... Wir können wieder die Kussszene machen. Warte. Du hast deinen so weit in der Hand drin, der ist falsch. Ja, bei mir hast du das auch und bei mir ist es aber richtig, okay. Wir können die Szene vergessen. Aber der ist echt mini, ne? Oh, übelst. Okay. Ah, wenn man den fallen lässt, wird er wieder groß. Wie kann ich denn? Mach mal das Buch auf, zum Beispiel. Ach so, ja. Komisch, ja, ne? Ja. Okay, sollen wir hier lang? Oh, jetzt am Strand? Muss die andere. Ja. Was ist denn da hinten? Wo? Das da. Das ist irgendwie so ein Gebäude. Ja, das sind Gebäude von den Viechern, ne? Wenn wir da hin wollen, müssten wir uns hier mal schnell einen Unterschlupf bauen. Da müssen wir ein Stück schwimmen. Oder wir laufen da entlang und bauen uns dann eine kleine Hütte. Na, mir ist egal, wir können auch versuchen, zu unserer Base zu kommen. Nee, lass uns doch mal ein bisschen hier erkunden, oder? Ja, mir ist egal. Aber ich will jetzt nicht schwimmen, weil es gibt auch Haie. Ich weiß nicht, ob die bis hier kommen könnten. Hier sind Zelte. Bist du geschwommen? Nee, ich bin hier. Da bist du. Ja, weil hier sind Zelte. Und hier kann man speichern. Hier ist. Ja, speichern sollten wir auf jeden Fall. Müssen wir das beide machen? Wie mache ich denn das? Ich habe gerade gespeichert. Ah ja. Also okay. Zählt das für uns beide, ja? Ja, weil ich immer starte. Mhm. Okay. Da sind weitere Gebäude da hinten. Bist du jetzt dahinter gegangen? Ich bin hier du auf der Bergkuppe. Ah, ja. Ich sehe dich. Ah, schon interessant, was man hier so alles entdecken kann. Ja, auf jeden Fall. Hier ist so auch so ein älteres. Ah, hier ist der Höhleneingang, glaube ich. Sind wir hier nicht reingegangen? War das der? Stand da ein Zelt daneben? Was ist das? Wir schreiben gerade was. Der hat das markiert. Ach so. Ich habe irgendwie so gehört. Ich dachte, hier kommt irgendwas. Aber war das der Höhleneingang vor so einem großen See? Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich guck gerade mal, was du jetzt hier notiert hast. Weil sonst... Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Hinter dir! Wir müssen weg, es sind mehrere, es sind ganz viele! komm bitte mit! Ich gehe ins Wasser! Ist hier überhaupt Wasser? Ja! Oh, siehst du das? Ja, ich sehe das.
Der kommt. Da, guck da. Kommen die hier bis ins Wasser mit rein? Ich mache jetzt hier die Axt mit Feuer und dann holen wir uns die. Ja, wir haben verpasst, eine kleine Hütte zu bauen und jetzt hängen wir hier so ein bisschen fest, ne? Oh, der sucht uns. Siehst du dieses Licht? Ja, ja. Ja, entweder wir kämpfen oder wir harren hier aus. Weiß ich nicht. Hallo. Oh, da ist er. Oh, da ist die Frau, die beobachten uns nur. Wir kommen in Frieden. Nee. Nein, die glauben uns das nicht, glaube ich. Hallo? Bist du? Hinter dir? Ja, du. Ich rede gerade mit dem Monster. Wo ist das? Ach, du redest mit dem Monster. Ich sehe das auch nicht. Ah! Ja, ist verdammt dunkel. Ja, ja. Ich muss auch nochmal hier... Boah, der Mond sieht wohl cool aus da hinten. Der geht wohl relativ schnell auf. Das kann uns unser Leben retten, dass wir hier einen schnellen Nachtwechsel haben. Oh, da ist er immer noch. Also das sieht so aus, dass das... Es gibt ja verschiedene kleine Völker, dass das nur welche sind, die uns beobachten erstmal, bevor sie irgendwas machen. Weil die anderen haben uns ja immer direkt angegriffen. Was ist denn... Hallo. Oh, ich hab richtig Hunger. Oh ja. Ja, wir müssen gleich unbedingt ein kleines Feuer machen. Was? Rohen Hasen hier in der Hand, anstatt den zu essen. Du bist aber eine Neugierige da oben. Ja, bleib weg. Na du. Ah! Oh Gott. Jetzt hast du sie sauer gemacht. Nein, ich hab nichts gemacht. Die könnte sich ruhig mal ein BH anziehen, ne? Ein Zahn hat sie verloren. Ein Zahn, okay. Ja, ja. Zahn ist okay. Aber ich glaube, ich wollte dich jetzt wirklich angreifen, weil die hat so gestoppt direkt vor dir. Die ist in deine Waffe reingelaufen. Doch. Ich hasse das, wenn mir irgendwas hinterhergerannt kommt. Komm. So, wir haben sie erledigt. Das hast du gut gemacht. Ich nehme auch immer aus Versehen das Buch, anstatt auf die Decke zu gehen. So. Lass uns mal hier hinten hingehen. Du hast ja ein schönes Souvenir dabei. Mal gucken, vielleicht ist da keiner und dann machen wir uns ein Feuer. Wäre sowieso nicht schlecht.